Herzlich willkommen zurück hier. Jetzt geht's ums Orakeln vom dem Derby überhaupt. Und zwar dem Franken-Derby. Die Spielvereinigung Kräuter führt gegen den ersten FC Nürnberg. Ja, das ist bereits das 257. Franken-Derby. Das Spiel findet statt am 11.08.2014 um 20.15 Uhr im Stadion am Laubenweg in Fürth. Vermutlich wird es ausverkauft sein, gehe ich jetzt stark davon aus. Hochsicherheitsspiel natürlich. Viel Polizei. Und ja, tut mir leid, aber ich muss etwas parteiisch sein. Ich komme aus Nürnberg und bin deswegen auf einen Club. Sorry, aber ist halt so. Ja, also ich habe jetzt die Arena noch so ein bisschen umgestaltet hier. Noch Club-Logo hingemacht, noch Fürth hingeschrieben. Ja, die letzte Begegnung hat ja Fürth 1-0 gewonnen, auch noch im Stadion in Nürnberg. Sehr ärgerlich, aber ja, ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Club das jetzt gewinnt. Es gibt ja mehrere Verletzungen. Asemi hat einen Autounfall, also der Torjäger von Fürth. Und beim Club hat sich ja der Kapitän, der Jan Polak, verletzt in der Partie gegen Aue, die der Club ja 1-0 gewann. Fürth spielte ja zuletzt 1-1 gegen Bochum. Ja, dann würde ich sagen, legen wir jetzt einfach mal los hier mit unserem Orakel. Regeln sind ja, glaube ich, auch klar. Es gibt hier zwei Tore, einmal das von Nürnberg, einmal das von Fürth. Wenn das Schaf jetzt in das Tor von Fürth läuft, gewinnt Fürth. Wenn das Schaf jetzt in das Tor von Nürnberg läuft, gewinnt Nürnberg. Eigentlich ganz einfach. Und ja, dann lassen wir uns mal überraschen, was das Schaf so sagt. So, das Schaf weiß noch nicht genau, wo es denn hinlaufen soll. Aber ich hoffe, es wird sich jetzt dann bald entscheiden. Es steht immer noch auf dem Spawnpunkt, doch es dreht sich etwas und schaut Richtung Dorfbewohner. Ja, liebes Schaf, jetzt gib uns mal eine Richtung vor. Okay, an die Bande, zu den Dorfbewohnern. Liebes Schaf, du stehst ziemlich in der Mitte, etwas näher am Fürther Tor, aber das kann man jetzt eigentlich auch nicht wirklich sagen. Und es läuft Richtung Fürther Tor, bleibt aber stehen, zwei Blöcke davor, dreht sich um, schaut Richtung Spawnpunkt, dreht sich wieder um, schaut Richtung Fürther Tor, läuft es rein oder nicht? Das ist jetzt die Frage, es dreht sich aber wieder um, schaut wieder auf die Tribüne, dreht sich weiter um, schaut jetzt schon mehr Richtung Nürnberger Tor. Dreht sich nochmal, schaut jetzt wieder auf die andere Tribüne, dreht sich weiter um und schaut ins Fürther Tor. Ja, Schaf, jetzt entscheide dich doch. In welches Tor willst du denn gehen? Wer gewinnt das 257. Franken-Derby? Gepfiffen wird das Spiel übrigens vom Schiedsrichter Wolfgang Stark. Ich war mal gespannt, ob er es ganz gut pfeift, weil es wird ziemlich, ja, körperbetont sein, dieses Spiel, gehe ich mal davon aus. Ja, Schaf, jetzt stehst du eigentlich schon auf der Torlinie, aber du bist noch nicht drinnen. Ja, warum gehst du nicht zum Club ins Tor? Hä? Warum nicht? Ja, komm, nein, ins Club-Tor. Einmal schnell Sprint über den ganzen Platz. Das Schaf wirkt ziemlich unentschlossen, es weiß nicht, ob es wirklich ins vierte Tor gehen soll. Oder lieber doch zum Club, ja. Jetzt schaut's wieder Richtung Tribüne. Ja, Schaf, was wird das denn heute noch mit dir? Man weiß es nicht. Ja, es läuft weiter Richtung Tribüne und ist jetzt genau in der Mitte angekommen. Zwischen den zwei Toren. Ja, Schaf, was wird's? Sag es uns, verrate es uns, es ist so spannend mit dir. Und Pfosten. Ja, Schaf, was willst du uns damit zeigen? Und es läuft noch nicht ganz ins vierte Tor. Nicht ganz, nicht ganz. Dreht es sich nochmal um. Schaf, dreh dich doch ein bisschen um. Ja, Schaf, soll ich dir in die Augen schauen? Wo geht's hin? Liebe Schaf, sag's mir. Ja, Schaf.
läufst du ins... Und es läuft ins vierte Tor. Soll das etwa heißen, Fürth gewinnt oder was? Ja, also mal schauen. Vielleicht irrst du dich ja. Dann, ja. Bis jetzt in unseren Orakeln hast du ja nicht immer recht gehabt. Also, vielleicht haben wir ja Glück und der Club gewinnt schon. Also, ja, Schaf. Mal sehen, was das wird. Naja, es gäbe ja auch noch ein Rückspiel, wo der Club dann gewinnen könnte. Also, naja, wollen wir jetzt erstmal nicht schlecht reden. Alle Vierte, die das hier anschauen, Glückwunsch schon mal im Voraus. Also, was das Orakel getippt hat. Ja, wir werden sehen, wer besser spielt. Und ja, dann würde ich sagen, auf ein faires Derby im Stadion am Laubenweg in Fürth. Und ja, lassen wir uns überraschen, wer gewinnt.